Es geht um den Lukow-Marsch. Morgen findet in Bulgarien der Lukow-Marsch statt, zu Ehren von General Hiso Lukow, der am 13. Februar 1943 von Kommunisten vor der eigenen Haustür erschossen wurde. Der Marsch soll von den Behörden beschränkt werden und deshalb findet eine Protestaktion von den Kameraden statt. Wir sind live in Bulgarien, in der Hauptstadt in Sofia. Und hier gibt es eine Protestaktion für den General Hristo Lukow. Marsch setzt sich mitten durch die Fußgängerzone in Bewegung. Wie man sieht, ist ja auch noch einiges los in der Fußgängerzone. Nochmal an alle Zuschauer, vielleicht haben jetzt einige auch wieder neu eingeschaltet. Wir sind heute live in Sofia in Bulgarien. Dort findet gerade eine Protestaktion statt, weil der Lukow-Marsch, der morgen hier stattfindet, von den Behörden mit Auflagen belegt wird. Um dagegen zu protestieren, findet gerade in der Innenstadt von Sofia ein Protestmarsch statt. Wie man sieht, ist auch keine Polizei hier. Генерал!
Sie rufen auf Bulgarisch frei, sozial und national. Und General Histo-Lukov. Es sind auch sehr viele Cafés hier und Restaurants an den Seiten, die relativ gut besucht sind. Und Gegenprotest gibt es hier nicht. Genauso wenig wie Polizei. Wir sind nicht in Dortmund, wir sind diesmal in Sofia, in Bulgarien, in der Hauptstadt. Dort findet eine Protestaktion statt. Morgen soll der Lukow-Marsch, General-Lukow-Marsch stattfinden, der von den Behörden aber beschränkt wird. Deshalb protestieren Kameraden gerade spontan in der Innenstadt von Sofia. Die Versammlung ist soeben aufgelöst worden. Wir beenden hiermit die Berichterstattung und wünschen noch einen schönen Abend. Gleich findet hier noch eine Mobilisierungsveranstaltung statt für die Demonstration am 14. April in Dortmund. Tschüss, schönen Abend noch.